In unserem Sonnensystem sind außer der Sonne, den Planeten und ihren Monden noch eine Menge anderer Körper unterwegs. So gibt es die Kometen. Sie bestehen aus Eis, Staub und gefrorenen Gasen. Diese schmutzigen Schneebälle, wie sie oft genannt werden, stammen aus den Außenbezirken des Sonnensystems. Wenn sie sich der Sonne nähern, beginnen sie aufzutauen. Aus Gas und Staub bildet sich eine Hülle, die sogenannte Koma. Asteroiden, manchmal auch Kleinplaneten oder Planetoiden genannt, sind Gesteinsbrocken mit einer Größe zwischen 10 Metern und mehreren hundert Kilometern. Sie stammen wahrscheinlich aus der Frühzeit unseres Sonnensystems und sind bei der Entstehung der Planeten übrig geblieben. Charakteristisch für sie ist, dass sie nicht rund wie Planeten, sondern ganz verschiedene, unregelmäßige Formen haben. Weitere Körper im All sind Meteoroiden oder auch Meteoriten. Diese sind zwischen einem Millimeter und 10 Metern groß. Meist handelt es sich dabei um Bruchstücke von Asteroiden oder Kometenkernen, aber auch aus Planeten oder ihren Monden. Sie entstehen zum Beispiel dann, wenn zwei Asteroiden gegeneinander donnern oder wenn ein Asteroid auf einem Planeten einschlägt. Wie man Asteroiden und Meteoroiden voneinander unterscheidet, ist gar nicht so eindeutig definiert. Üblicherweise bezeichnet man Objekte mit einem Durchmesser bis zu 10 Metern als Meteoroid, alles darüber bis zu 600 Kilometern Durchmesser als Asteroid. Tritt ein Meteoroid in unsere Atmosphäre ein, nennt man ihn Meteor oder weniger fachsprachlich auch Sternschnuppe. Beim starken Bremsen durch die Atmosphäre beginnen sie zu verglühen. Dabei sind die meisten Sternschnuppen nur Staubkorn groß. Auch die etwas größeren Exemplare verglühen oft in der Atmosphäre. Manche schaffen es aber auch bis auf die Erde. Und hier heißen sie dann schließlich Meteorit mit T am Ende.